500 Spiele in der deutschen Eishockey-Liga. Dafür Trikot und Blumenstrauß für Mannheims Matthias Plachter. Vor der Partie der Adler gegen die Grizzlies aus Wolfsburg. Für beide Teams das erste Spiel in der Verzahnung Nord gegen Süd. Hinein in die Partie und die gleich actionreich. 8 Sekunden gespielt und David Wolf mit einem ersten Ausrufezeichen in Richtung Wolfsburg und Dustin Strahlmeier. Man erwartete hier ja ein Defensivbollwerk von Wolfsburg, das auf Konter schielte. Und genau so kam es. Und dann gleich in der dritten Minute das 1:0 für die Grizzlies. Er hatte 9 Spiele nicht mehr getroffen. Er hat vergangene Saison noch in Mannheim gespielt. Jetzt Phil Hungerecker mit der Führung für Wolfsburg. Mit eigentlich der ersten Chance für die Gäste. Die verbarrikadierten sich weiter geschickt in der eigenen Zone und spielten gut im Powerplay. Järvinen hier mit Pfostenschuss die nächste Annäherung an das Tor von Dennis Endras. Ein gutes erstes Drittel vom Team von Pat Cortina. Taktisch diszipliniert und defensiv wertvoll. Und Mannheim versuchte ab Drittel 2 noch mehr Druck zu machen. Er spielte, er kämpfte sich Chance um Chance. Hier der erste Schuss ans Aluminium. Hier der zweite von Elias. Ebenfalls oben an die Kante und man legte nach. David Wolf hatte noch mal einen ans Gestänge. Aber keine Tore bis dahin für die Adler. Dann Matthias Plachter. Der kommt hoch, nimmt den Puck, sieht die Lücke, Sinan Akhtar. Und in der 39. Minute der Ausgleich für die Adler. Pavel Groß hatte ausgegeben, geduldig zu spielen. Sich von dieser Defensive von Wolfsburg nicht beeindrucken zu lassen. Und genau das machte seine Mannschaft über die ersten 40 Minuten hinein. In den Schlussabschnitt geprägt von vielen, vielen Strafzeiten. Wieder gute Möglichkeit in Überzahl für die Grizzlies. Wieder war es Matti Järvinen mit diesem Schuss. Aber so ganz viel nach vorn ging nicht mehr bei den Grizzlies. Kontermöglichkeit dann in Unterzahl für Mannheim. Max Görz aber sehr gut nach hinten gegen Jason Best. Es wechselte immer wieder hin und her die Strafzeiten im letzten Abschnitt. Und so erzwang man nicht wirklich einen Spielfluss. Dann wurde es bitter in den letzten beiden Minuten. Dominik Bittner musste 90 Sekunden vor Ende der Partie hierfür hinaus. Eine harte Entscheidung, die für Wolfsburg eine sehr harte werden sollte. Denn Pavel Groß nahm natürlich eine Auszeit. Zuvor hatte sein Team 5 Überzahlmöglichkeiten vergeben. Er änderte etwas, und zwar im Aufbau und auch vorne. Aber wir blicken auf den Aufbau. Der geht über Markus Eisenschmidt. Doppelpass mit Plachter, Nico Krämer mit ins Spiel genommen. Dann ist der Passweg offen und das ist die Entscheidung für die Adler Mannheim, 31 Sekunden vor Ende der Partie. Sie blieben geduldig. Sie warteten auf den entscheidenden Augenblick, ehe Wolfsburgs Defensive etwas aufmachte. Das war nicht viel, aber das war genug für den Topscorer Markus Eisenschmidt am Ende mit der Entscheidung für Mannheim. Ich fand, wir sind teilweise schon ein bisschen ungeduldig geworden. Wir haben, ich glaube, 2, 3 Pfostenschüsse gehabt, einen Lattenschuss. Ja, aber Wolfsburg hat das sehr, sehr stark gespielt. Hat uns wirklich zur Ungeduld auch ein bisschen gezwungen. Aber ja, ich glaube, am Ende hatten wir dann doch sehr, sehr viele Chancen und haben zum Glück am Ende noch was reingemacht. Ich glaube, man hat das Spiel gesehen. Man hat ein paar Lattenschüsse gehabt, vielleicht im zweiten Drittel. Da haben wir so ein bisschen Grit verloren. Aber ich muss sagen, unser Battle-Level war ziemlich hoch. Ich bin stolz auf das Team, muss ich sagen. Ja. Es ist halt schade, dass wir jetzt 30 Sekunden vor Schluss das Tor kriegen und mit gar nichts sozusagen das Training weiterfahren. Wolfsburg verlangt den Adlern hier 60 Minuten alles ab. Die Adler setzen aber mit Geduld ihre Erfolgsserie in der Liga weiter fort. Alle Spiele der Penny DEL live, nur bei Magenta Sport.